ach so, Tachchen. Jetzt fahren wir Bubble Tea trinken. Joachimsthaler Straße, jeder, der von Berlin kommt. Jeder, der aus Berlin kommt. Wir werden zu spät kommen, weil meine große Madame sich erstmal schminken muss. Warst du denn schon mal da Bubble Tea trinken? Nee. Aber die Wurzel kanntest du, die schwarze. Aber die. Wie hieß die Wurzel? Ja. Kannte ich nicht. Aua! Hab mir meine Brille ans Nasenbein gestrullert, geballert. In den Schlitz, ne? Richtig, ja. Er wurde irgendwie nicht rein. Und Giselle ist jetzt am Potsdamer Platz. Ja. Kannst du den Bügel noch hoch machen, sonst hast du keinen Platz. Damit du den ein bisschen. Da hast du da Platz? So? Ja, ich sitze gerne wie eine Oma vorne. Ach so. Damit die Oma auch drauf ist. Hast du auch richtig. Oh. Was hast getan? Du jetzt eingegeben? Joachimsthaler. Umbro, Kumbro oder wie das heißt. Was? Ja, ich würde dich auch gerne bitten, geradeaus zu fahren und kurz an der Sparkasse anzuhalten. Ich würde gerne Geld abheben. Du kennst doch Tonstudios. Ja. Können wir da unser Hast du nicht gesehen aufnehmen? Du, was meinst du, wie die gucken? Was? Meinst du das ernst? Ja, und dann sagen wir auch, hast du nicht gesehen? Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört? Ja, aber nicht, dass es hier jetzt jemand klaut, ne? Wenn das nee. Online ist. Nee. Müssen wir nee. Schützen lassen. Wir haben es zuerst ins Internet gestellt, wir haben die Rechte. Ja. Ja, kann ich mal machen. Weil hast du nicht gesehen, kann ich ja immer wieder ändern. Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört? Hast du nicht geschmeckt? Aber es wird ein richtig Meierlied, ey. Ja. Müssen wir noch so ein richtiges... Unser Tanz, der sieht doch sehr schön anziehend aus. Also die Besoffenen merken eh nichts. Na, jetzt mal ganz ernsthaft, ne? Ja. Jetzt tanzen ja alle diese Fortnite-Kacke. Ja. Sieht ja auch nicht besser aus. Also würde ich es mir nüchtern angucken. Du warst doch nüchtern. Ja, deswegen ja, wegen Malle. Da so, sind sie, also da freuen sie sich bestimmt über unseren Tanz. Wie ein Bierkönig, du. aber nüchterne Leute? Nee, du. Nee, die werden schon besoffen sein. So, Fremdscham. Ja, aber es muss auch sein. So, Spaßkasse. Genau, die Spaßkasse. Und ach, auf der Busspur? Genau. Da hält ja jetzt erstmal kein Bus. Nee. Hinter uns ist ja auch kein ja, Bus. Da vorne hält der Bus. Du kannst hier allen helfen. Hier. Ja, genau. Super. Toll. 500.000. Ich für erste heute. Letztes Mal, als ich abgehoben habe, da war eine Omi vor mir. Schön. hat man gesehen, erstmal wie viel sie abgehoben hat. Sie sind 1.000 abgehoben, hat so noch 20.000 auf dem Konto gehabt. Ach so, ja. Ach ja. Hast du mal schön Luki-Luki gemacht, ja? Ja. Naja, sie hat sich so hingestellt, dass man es offensichtlich sehen konnte. Tschüss. Wir lassen es uns schmecken. Viel Spaß noch, habe jetzt ein Kind endlich. Viel Spaß, ich muss mir auch was mitbringen. Echt? Ich bin ja drum geheult. Ja. Armer. Mann, nein, dann kriegt sie einen Schock. Ich stell mal vor, ich bin wirklich so irre und fahre mit dem Kind. Willst du was spielen? Nicht am Korb! Schwarz-braun ist die Haselnuss. Na, wo ist der Koffer? Ja, ich habe ihn gesucht, aber nicht gefunden. Immer das Gleiche. Lernen draus manche mich nicht. Echt sauer. Machst du dich sauer? Bist du richtig sauer? Ja. Dampfst du schon? Ja. Ja? Mhm. Qualme. In Rot. In Rot? Mhm. Wow. Hilfe, so, jetzt will er uns. Wo ist denn die Altensteinstraße? Dass du das da oben siehst? Was für eine Ach, da hinten, da unten. Das ist ja krass. Ich glaube, das ist nach der Brücke. Riecht der echt? Wie kannst du dir die da aussuchen? Nach Sirup und Perlen? Also, jetzt passt mal auf! Ja. Ihr habt einen Tee, den ihr euch aussucht. Ja. Also, es gibt zum Beispiel, Benny will Mango Maracuja Grüntee will er haben. Gibt's Kokos? Nee. Oh Mann. Es gibt aber Kokosgelee, was du reinmachen kannst. Nee, sind da nicht Bubble. Ja, aber ist auch geil. Na, muss ich mir zwei holen. Ich verstehe den Prinzip immer.
Die Basis kann Maracuja sein, Mango sein, Litchi sein, Schwarztee, okay. Grüntee, okay. Rosentee. Rosentee? Ja, ich nehme immer Rosentee. Nimm ich auch. Und dann suchst du dir aus, was du reinhaben willst. Also entweder diese Poppings, die so aufplatzen. Ah. Da gibt es, glaube ich, Litchi, Erdbeere, Mango. Und dann gibt es jetzt diese Tapioca-Perlen. Und dann gibt es noch Gelee-Dinger, die sind auch ganz lecker. In Ananas-Kokos-Geschmack oder in Litchi-Geschmack. Lecker. Ja. Und so stellst du dir das zusammen. Okay. Dann gibt es natürlich auch diesen Milchtee, aber ich mag keinen Milchtee. Mögt ihr Milchtee? Ach so, Chai mit Milch, nee. Ja, das trinken dann die ganzen Japsis. Mhm. Hatte ich. Auf jeden Fall ist es ganz geil da. Ich habe sogar eine Stempelkarte. Und Benny möchte auch einen. Ja, Benny möchte. Ah, es gibt sogar noch Grapefruit Limette als Tee. Aber der war auch lecker. Willst du heute nicht arbeiten? Doch. Achso, du sollst ihn den dann hinstellen. Ah. Genau. Stimmt, wird dann schlecht. Ach, dann mache ich das mit Giselle. Genau. Und. Ja, er nimmt, glaube ich, der eine Bevel Maracuja Grüntee mit Erdbeerperlen. Genau, so nehme ich meinen. Und. Was? Bam! Ja? Und was will er noch? Litchi-Gelee reinhaben. Du nimmst auch Maracuja, Julie? Genauso wie er sein trinkt, nimmt mein auch. Okay. Okay. Ja, das war erstmal ein Akt gestern mit ihm. Mit wem? Benny. Ich weiß nicht, was ich haben will. Ach so. Oh, was nehme ich denn? Was nimmst du? Und was ist das? Hast du nicht gesehen? Das erste Mal, wo ich ihm das mitgebracht habe, da hat er angefangen zu dreiern fast. Ach, was? Das ist eklig! Ja. Und das zweite Mal, weißt du, tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und ein. Ey, du warst zu früh. Was denn? Du musst die Taktung erstmal im Kopf. Okay, Entschuldigung. Ja, toll. Hast du nicht gehört. Hast du nicht gewusst? Hast du nicht gewusst. Ja. Oh ey, das ist die schlimmste Zahnklinik, wenn du Notfall hast, ever. Ach so? Ey, da denkst du, du bist echt ein Elefant irgendwo. Die behandeln dich wie so ein Viech. Echt? Oh, naja, so schnell, schnell. Wir haben keinen Bock zu arbeiten. Komm, Spritze, geil. Bam. Provisorisch. Ja, geil. Aber okay, die Schmerzen wandern weg. Ja, aber muss trotzdem. Muss man schon sagen. Ich benutze halt nicht. Ja, also im Spritzen sind die meisten echt ein bisschen grobmotorisch. Er atmet. Ja. Schörlentenallee. Wo fährst du denn lang, Alter? Na, hinten rum. Ja, 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 ja. Dahlem. Ja. Atmet er noch? Da hat ihr Auto. Schön. Das ist mein. Ist auch so ein Autokind. Ja, da bin ich echt froh. Also eben, wo du bei der Sparkasse warst, hat er noch geguckt. Nee, jetzt kommst du mal bei den richtigen Chinesen. Die haben es drauf. Okay. Die verstehst du zwar nicht, aber die haben es drauf. Egal. Und wir daneben ist eine Synagoge. Also wenn ihr wollt, kann man beten gehen. Letztes Mal hatte ich zwei in der Hand, weil ich mit einer Freundin da lang gegangen bin. Sie hatte den Kinderwagen. Okay. Und dann hat er mich gefragt, na, hast du richtig Durst, wa? Ich so, ja, ich gönne mir jetzt erstmal zwei. Dann bin ich nochmal zurückgelaufen, weil die was vergessen haben. Und dann hat er mich auch gefragt, was ist denn jetzt passiert? Ja, und hier Giselle ist heute Eis essen. Warum Geil. Bist du denn nicht richtig drauf? Ja, das reicht auch so, weil ich bin jetzt. Charlottenburg. Da ist Charlottenburg. Steht ja. Hohenzollern-Damm. Richtig. 1,3 Kilometer noch. Das steht ja geradeaus. Ja. Tegel wollen wir nicht? Nö. Na, hast du dir auch kurz überlegt so? Hast du nicht gesehen, wa? Nö, hat er nicht gesehen. So, wann kommt das Video online? Was, unser kaputtes, gestörtes? Ja. Richtig gestört ist. Dürfte dann schon online sein. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Hohenzollern-Damm. 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 Sollern. Oh, ich freue mich so sehr auf dieses eiskalte Getränk. Hast du so ein Lieber? Ja. Oh, die Ampel wird aber ein bisschen rot hier. Ein bisschen? Sollen wir jetzt abbiegen? Ja, wir sollen. Obwohl, nee, da vorne erst. Ach, nicht stimmt, hier, stimmt, da stimmt. Vorne, da vorne. Erkennt man ja manchmal ein bisschen schwer hier. Ja. Ja. Wer hört denn hier so laut Musik?
Hier, okay. Kopfhörer. Julien und Kilian. Ach, Julien hört auch. Ihr seid ja cool. Werd gezwungen. Was hört ihr denn Schönes? Warum hören wir keine Musik? Darf man das nicht? What? Warum hören wir keine Musik? Das ist keine. Nee, ist doch GEMA geschützt. Ach so. Ja, das ist wirklich. Rechts abbiegen auf Hohensollandamm. Hohensollandamm. Also wir sollten nochmal die Navigation neu besprechen. Es gibt auch Grunewaldstraße. Grunewaldstraße. Dem Straßenverlauf von Hohensollandamm für 1,5 Kilometer folgen. Geile Supi. Scheiße. Habt ihr es gestern mit dem Motorradfahrer mitbekommen? Ja. Geile Scheiße, wa? Dachte, der fliegt mir noch halb in die Motorhaube. Ja, der hat sich nicht unter Kontrolle gehabt. Ja. Hat er sich aber selber erschrocken. Ja, ja. So ist richtig. Aber es ist echt nervend, wenn die sich jedes Mal vordrängeln wollen, ey. Vor allen Dingen, die kommen aus dem, hier, wie nennt man das, Toten Winkel. Aus dem Toten Winkel, ja, ja. Ah, wir sind Fair-Berliner. Mm. Ah, Fair-Berliner. Platz. Platz. Ach nee, Z kann man nicht aussprechen, Plase. Ach so, Hohensollandamm. Ja, Plase. Oh, mach mal dein Fernlicht bitte aus und dann mir Hilfe. Der hat Licht an. Aber richtig krass. Man braucht doch jetzt nicht Licht tagsüber, oder bin doch, ich ist Pflicht eigentlich. Tagsüber? Mhm. Aber keiner hat Licht an. Oh, wir sind durch den Tunnel gefahren. Ja, da habe ich mich gewundert, sag mal, hä? Und dann hat jede zweite Auto plötzlich Licht an. Hab ich geguckt. Doch, der da vorne hat Licht an. Dass sie tagsüber alle Licht haben. Ja, muss man. Ja. Also du kannst angehalten werden und kriegst einen Straftat. Also, aber es hat ja fast niemand Licht an. Das sieht unnötig aus. Ja, also tagsüber kann ich's. Der hat auch, okay, die haben alle Licht an. Okay. Trotzdem dumm. Also wenn es tagsüber neblig ist, na klar. Aber wenn es so sonnig ist, dann finde ich das überflüssig. Für Berliner Platz, ja, Berliner Platz. Wir sind ja gleich da, Mensch. Ja, Mann. Da ist die Gedächtnis. Das ist nicht Gedächtnis. Ein bisschen behämmert, wa? Macht nichts. Macht nichts, wa? Hast du nicht gewusst? Hast du, ja, richtig. Wart ihr bei Benni schon Eis essen? Nein. Richtig geil. Ich bin ja nicht so der Eis. Und am Potsdamer Platz kann man Eis essen? Ist man da extra? Ja. Hin? Nein, haben wir nicht. So, und wir nehmen jetzt ein Trappiano alle. Geht auf eure Tante. Nee. Halt du deinen halt Mund. Dein, ich kann halt dich auch einladen. Du hattest den Bootssack, so halt deinen Mund, du alte Kackbratze, Junge. Ich bin kein Junge. Ey, Vapiano, komm, geil, wir gehen essen. Ich war vor lange nicht mehr im Vapiano. Ich auch. So bescheuert stellt man sich in Berlin an mit einem Parkschein. Yay. Sag mal, habe ich abgeschlossen? Ja, ne? Nee. Ernsthaft nicht? Also ich bin echt jetzt mal finden. Doch, ich glaube ja, als Kuhpack. Ja. Den Mann ist überhaupt nicht. Hast du ein Brüderchen bekommen? Ja, ein Bruder. Geistige Verwirrung. So, wir gehen jetzt zum Bubble Tea Laden. Come by. Dong Dao. Erklären Sie. Ich hol mal kurz die Karte. Bleibt mal hier. Ja, holt mal kurz. Komm, wir hauen uns ab. Schnell. Nein. Ja, Maracuja mit dreifach Sachen drin. Du sagst dann auch, ob du es sehr süß haben willst oder nicht so süß. Genau. Ganz kalt, das sind hier die Bestseller. Ich nehme das hier. Ich möchte auch Rose. Du willst auch Rose. Willst du es auch so, wie es hier abgebildet ist? Nimmst du es so? Ja, und ich mache noch mal mir Tapioca extra mit rein. Willst du auch Tapioca oder ohne? Ich nehme den so wie du. Wie harte? Nee, das sind so ganz normale. Dann nicht welche, die man. Also.
Soll ich auch noch was? Müsst ihr jetzt erstmal einen Tee aussuchen? Ja, also das gibt es gleich hier. Litchi. Dann nehme ich auch Litchi. Also ich wiederhole nochmal. Du nimmst einen Apfel-Eistee mit Litchi und Erdbeerperlen. Ja. Du nimmst ein Rosengetränk mit Litchi-Perlen. Richtig. Korrekt. Und du nimmst einen Maracuja. Kommst du mit mir rein? Ja. Ich komme auch draußen. Mit dir. Also ich bin ein bisschen Freund. Wir bleiben draußen. Girlande. Girlande. So, die laufen doch weiter. Oh, du hast auf mich gewartet. Du bist ein Schatz. Hast du mein Handy noch? Ja. Deins? Ja. Ja. Gut. Dein Handy. Es ist ausgegangen. Oh. Uhu. Ah, look. Was trinken wir jetzt? Bubble Tea. Bubble Tea? Ja. Welche Sorte hast du genommen? Apfel sehr süß. Apfel sehr süß. Litchi, Perlen und Erdbeeren. Der ist nicht da. Maracuja Grün, der ist fürs für Giselle. Die ist auch nicht da. Auch nicht da. Jetzt bitte mal nach. Rosenlitschi Boba, das ist für dich. Dankeschön. Oh. Das ist. Du meinst. Dein. Was hast du? Maracuja Grün Tee mit Litchi Boba und Erdbeer Boba. Muchas gracias. Bitte schön. Oh, lecker. Kilian, deinen haben sie leider vergessen. Ja, ich stelle mir auch vor, das wäre halt wirklich so. Dann würden wir nochmal zurückgehen. Ja, danke. Und? Lecker. Schmeckt richtig nach Rose. Oh, cool. Mm. Geil. Ach, Juli, nimm doch mal. Wir rennen einmal um die City-Toilette. Willkommen in der Hölle, 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 Hölle. Von unserem Hölle. Das ist es so eine Labyrinthe oder so. Ja, vom Rummel. Oh. Kieran, kommst du mit? Nee. Ist nicht schlimm, hier ist jemand drin. Hier ist doch jemand, oder? Ja. Weg hier im Vorderraum, Kidi. Sitzt hier keiner? Achso, die macht sauber. Hast du 50 Cent, oder soll ich hier gehen? Muss ich auch gehen? Nö. Okay. Den Rest schaffst du, wa? Ja. Kennst du überhaupt ein Telefon? Du rufst mir jetzt mal die Teufelszahl an. Okay. Hallo! Oh, John, so sind die lecker. Wie selten die geworden sind, ne? Ist so. Die Apparate standen mal haufenweise. Sie hat es geschafft. Aber war sauber, oder? Ja. Okay, die. Das ist ja jetzt nicht lustig. Guck doch mal, was da dran steht. Die Wanderin hat seit langem mal wieder etwas zu ihrer Story hinzugefügt. Richtig noch. Geil! Oh, wie heiß! Fass mal an! Oh ja. Ah, die Goldelse. Da ist er auch drauf. Die Siegessäule, cool. So, genau. Danke, Mama. Bitteschön. Ja. Musst du deinen Mund dran halten, Kidi? Hä? Ist nicht dreckig? Nein, jeder hält seinen Mund daran. Du kommst doch da gar nicht ran. Richtig.